Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wir sind immer noch in Finnland und heute geht es um die Zerte. Hoffen wir, dass hier jetzt einer dran ist. Das fühlt sich vom Widerstand her jetzt nicht so an, aber ich habe den richtigen Spot und auch das richtige Setup. Wohlgemerkt auch selbstgemischtes Futter. Kann ich euch auch gleich zeigen. Also hier eine kleine Zerte, das passt. Also ich zeige euch gleich mal, wo wir sind. Erstmal absinken lassen. Wie ihr seht, einen Schnurclip habe ich schon drauf. Also, wir sind am gleichen Spot wie für Bach Saibling. Das heißt, ihr startet hier, schnappt euch ein Boot, fahrt hier runter zu meinem Spot zu 247-170. Und dann brauchen wir folgendes Setup. Ich empfehle grundsätzlich Grundrouten von 18 Kilo oder höher, denn es kommt auf Setup drauf an, was wir denn an Bissen bekommen. Also, grundsätzlich zur Zerte, wie gesagt, die 18 Kilo Route, ein passendes Vorfach dazu, ein Einzelhaken ist wichtig. Als Köder Eintagsfliege und als Futter Karpfen, das habe ich selbst gemischt, das zeige ich euch auch gleich. Dann haben wir hier das gleiche nochmal, allerdings mit einer Eintagsfliegenlarve, da es damit auch geht. Und als Alternative, nee, nicht Alternative, das war dumm gebabbel, hier nochmal die Eintagsfliege. Allerdings, wir können auch was anderes nutzen. Wir können theoretisch auch den Krebsschwanz nutzen. Wenn ich ihn denn, hier ist er. Könnten wir theoretisch nutzen. Problem ist, wenn wir da nachts angeln, beißen sehr oft Quappen an. Deswegen brauchen wir auch besseres Equip wie die 8 Kilo Grundruten. Deswegen empfehle ich die 18 Kilo oder höher. Ja, es wurde sogar eine gefangene Zerte auf Köderfisch. Das habe ich aber bisher noch nicht ausprobiert. Können wir ja vielleicht mal kurz machen, wenn wir hier die Eintagsfliegenlarve wegnehmen. Machen wir da mal einen Köderfisch dran. Gucken wir, ob da auf die Schnelle, sag ich mal, was beißt. So, wir nehmen einen Köderfisch. So, den Schnurclip machen wir bei 20 bis 25 Meter. Das heißt, ihr werft weit aus. Und dann holt er ein und setzt einen Schnurclip. Also, zum Futter. Ich habe mir da jetzt einfach mal selbst was zusammengemischt. Es reicht aber normalerweise auch das ganz normale erfolgreiche Fischen. Das hier. Ansonsten habe ich mir hier jetzt einfach mal was zusammengewürfelt, wo ich mir denke, das könnte hinhauen. Weil es ja eine Karpfenart ist, habe ich das Futter Karpfen genommen. Man kann auch das Futter Schleie Karausche nehmen. Dann die Salami dazu. Dann einfach noch Erbsen, eben wegen Karpfenart. Und dann den Krebsschwanz, weil die Zerte ja auch auf Krebsschwänze beißt. Und das ist dann unser Futter. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gucken wir mal in den Kescher. Da seht ihr drei Zerten, eine Maräne. Wohlgemerkt müsst ihr hier ein bisschen Zeit mitbringen, bis die beißen. Die beißen normalerweise recht gut in den Morgen- und Abendstunden. Allerdings aber nachts eher schlechter, weil ja da öfters mal andere Fische anbeißen oder auch mal eine Karpfenart drauf anbeißen kann. So, Beifang ist die Maräne, da können auch noch andere Arten Beifang sein, aber das war jetzt die einzige, die ich bisher hatte. Und ansonsten haben wir hier 2,3 Kilo, da haben wir auch den ersten Biss, vielleicht haben wir Glück. Ja, auf den Köderfisch gucken wir mal. Dann wäre das nämlich vielleicht noch ein Alternativköder. Und dann haben wir direkt den nächsten Biss. Das läuft ja, wie man es brauchen kann. Na, komm her. Na. Na, ich glaube, das ist auch eine Zerte. Zerte oder Maräne? Eins von beidem. Na, komm ran hier. Eine arktische Maräne, ja. Das ist halt der Beifang beim Köderfisch. Deswegen, man kann die damit fangen, muss aber nicht unbedingt garantiert sein. So, 13 Meter, jetzt gucken wir hier. Da hatte ich bisher immer die Marine, die Zerten dran. So, da war aber vorhin noch die Maräne dran. Deswegen, also ein Clip kann man normalerweise auch bei 10 Metern setzen. Habe ich bisher aber mäßig geringen Erfolg gehabt. Geringen Erfolg so rum, nicht mäßig.
Was haben wir da? Ja, eine Marine, da ist wieder eine. Und dann wieder raus da. Die drei, ja, ist ja gut. Mach ja schon. So, lassen wir es diesmal nicht absinken. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt dran haben. Das ist jetzt wohlgemerkt wieder der Köderfisch. Also ihr könnt auch, wie gesagt, ihr könnt auch die Eintagsfliegenlarve nehmen, denn die Eintagsfliege ist, meine ich, ein bisschen teurer. Was ist denn jetzt? Okay. Ja, dann holen wir dich mal rein hier. Ja, ist ja gut. Ich hab's schon wahrgenommen. Bist du denn? Versteckt sich da rechts am Schilf. Mein wohl, ich sehe sie nicht. Kommst jetzt mal ran hier. Ein amerikanischer Seesaibling, okay. Also der Beifang ist hier wesentlich höher. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich eingeholt haben. So, also am besten hatte ich bisher die Erfahrung gemacht mit der Zerte, wenn man so hier Richtung dieser Felswand wirft und dann den Clip zwischen 20 und 24 Metern hat. Und ja. Wenn wir das dann drin haben, können wir auch mal gucken, was wir dafür denn bekommen. Eine Maräne, ja, das ist eben der Beifang. Jetzt haben wir die noch fix ein. So, wir sehen uns gleich wieder am Shop. So, da bin ich wieder. Also vom Wert her sind die Zerten nicht gerade gering. Daher gar nicht mal so schlecht. Nummer 276 Silber. Oder was, wie die Währung sich auch immer nennt. Ich nenne es jetzt einfach mal Silber. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, war es das schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!